Namen? Den Cheflektor vom Buddenberg Verlag, Peter Seifert. Wenn Sie ihm das bitte geben würden. Mag ich. Dankeschön. Gute Nacht. Na? Guten Abend. Sind Sie neu hier? Nein, ich bin die Hospitantin. Namt Herr Tetzlaff! Ich erschrecke auch immer, wenn Sie hier abends lautlos Ihre Runde drehen. Ich hab doch nur das Kuvert. Ich habe Ihnen schon x-mal gesagt, Sie sollen sich ankündigen, wenn Sie hier reinstolpern. Entschuldigung, ich dachte, Sie wären allein. Übrigens, Ihre Frau hat angerufen, aber das Telefon war ständig besetzt bei Ihnen. Sie machen sich noch ganz kaputt mit der vielen Arbeit. Ja, Sabine, wir machen Schluss für heute. Okay. Sehr vernünftig. Schwer erreichbar lagen Tote und Verletzte eingeklemmt zwischen Tribünenteilen. Die besonnene Reaktion der übrigen half, eine Panik zu vermeiden. Haben Sie den Titel Ihres Buches von der Gestapo zur Stasi widerspruchslos im Verlag durchgekriegt? Ja, nur der Seifert hat gemeckert. Zu hart, hat er gemeint. Naja, ich meine, die Schnüfflerorganisationen mögen fast identisch sein, aber die Idee des Faschismus im Dritten Reich und die Idee des Sozialismus in der DDR miteinander gleichzusetzen, das ist für mich nicht drin. Moment mal, Sabine, das ist ein Missverständnis. Das habe ich auch nicht vor. Ein Tiefdruckwirbel wird diese Wolken in den nächsten Tagen von Nordwesten her Richtung Mitteleuropa treiben. Und dem ist dieses geschwächte Hoch nicht gewachsen, sodass es sich langsam zu seinen Partnern über den Atlantik zurückzieht. Heute Nacht werden diese Wolken... Ja, ich hatte für heute 20.45 Uhr zwei Karten auf den Namen Tetzlaff reservieren lassen. Es ist leider etwas dazwischen gekommen. Sie können sie verkaufen, danke. Wieder. Hat sich die Gaukbehörde schon gemeldet, wann sie ihre Akte einsehen kann? Nein, noch nicht. Aber das dauert sicher noch ein bisschen. Das gilt am Samstag auch für den... Wolf? Soweit, Dieter Walch. Im Heute-Journal. Wen hast du denn erwartet? Den Kerl, der heute Abend mit mir ins Kino gehen wollte. Ach, die miese Type. Du, Entschuldigung, ich hab's vergessen. Aber vielleicht schaffen wir's noch. Zu spät. Ach komm, zieh dich an. Und wenn ich mich lieber ausziehe? Das ist noch besser als Kino. Was Schlimmes? Ja, ich hab das aus Versehen aufgemacht. Ich meine, den Seifert steht auch noch persönlich drauf. Peinlich, peinlich. Ich hab's aus Versehen geöffnet. Tut mir leid, Entschuldigung. Sie öffnen so einfach meine Post, ja? Ich hab's Ihnen doch gesagt, das ist eine reine Gedankenlosigkeit gewesen. Entschuldigung, Asche auf mein Haupt. Direktorenkonferenz beginnt in 5 Minuten. Okay, danke, Helga. Ja, Antje, sag mal, spinnst du? Wir treffen uns in einer Stunde bei dir unten im Café. Das ist mir völlig egal. Ja, bis nachher. Einen Kaffee, bitte. Ja.
mal, bist du denn von allen guten Geistern verlassen, dieses Material beim Pförtner abzugeben? Als wär's ein Kochbuch. Du willst doch abkochen damit, oder? Sehr witzig. Tetzlaff hat mir dieses Kuvert geöffnet in die Hand gedrückt. Tetzlaff? Ja, hätte ebenso gut bei Buddenberg landen können. Dann hätte ich einpacken müssen. Konjak, bitte. Aber ich hab doch persönlich draufgeschrieben. Persönlich. Das interessiert doch Tetzlaff nicht. Wo bleibt denn der Konjak? Also, der, danke, wenn der das wirklich gelesen hat, was dann? Dann überleg doch mal, der will Cheflektor werden. Meinen Posten will der haben. Der will mich kippen, verstehst du? Wenn der das an Buddenberg weitergibt, dann bin ich im Eimer. Mann, oh Mann, oh Mann. Er hat das versehentlich aufgemacht und gar nicht reingeguckt. Sonst hätte er es doch wieder zugeklebt. Aber dass er es nicht wieder zugeklebt hat, das kann auch bedeuten, dass er mir klar machen will, dass er genau weiß, worum es geht. Eben bei der Konferenz war er ganz schön überheblich. Dieser Ehrgeizige aus der DDR. Da hat doch jeder jeden verpfiffen. Ja, du musst gerade reden. Na, so wie ich den kenne, hat er sich schon gestern Abend im Büro eine Kopie gemacht. Aber die finde ich. Das heißt, die muss ich finden. Martin! Rolf! Mensch, Alter, das darf ja wohl nicht wahr sein. Was machst du denn in München? Na ja, wir wohnen seit einem halben Jahr hier. Was heißt wir? Na, Jutta und ich, du erinnerst dich doch, Jutta Kramer. Natürlich erinnere ich mich an Jutta. Ja, wir sind seit einem halben Jahr ver... Quatsch! Ich bin völlig durcheinander. Wir sind seit 10 Jahren verheiratet. Mensch, so lange haben wir uns nicht gesehen. Ja, Jutta hat von einer Tante irgendwo am Rande hier von München ein Haus geerbt. Und irgendwann nach der Wende haben wir uns gesagt, Berlin, das hatten wir lange genug, also ab nach München. Und du? Ja, Mensch, erzähl von dir. Ist das eine Freude, dich hier zu treffen? Müssen wir sofort einen drauf trinken? Aber ich muss leider in einer Viertelstunde im Verlag sein. Ach, du arbeitest wieder in unserer alten Branche. Du weißt doch, ich habe nichts Vernünftiges gelernt. Gibt's komm, nicht. Gibt's nicht. Das gratuliere Ihnen, dass Sie sich in der Konferenz vorhin gegen Seifert durchgesetzt haben. Dass der klein beigegeben hat. Er wird seine Gründe haben. Wenn Sie mich fragen, eher ein Zeichen dafür, dass sich hier bald einiges ändern wird, Herr Tetzler. Ach, Herr Seifert. Ihre Korrekturfahnen. Hätte ich jetzt fast vergessen. Danke, liebe Helga. Jetzt rate mal, wen ich heute in der Stadt getroffen habe. Wetten, du kommst nicht drauf. Das war früher aus Berlin, von drüben. Aha. Rolf Tetzlaff. Da haben wir es wieder. Alte Liebe rostet nicht. Ach, hör doch auf mit den ollen Kamellen. Rolf Tetzlaff. Und damit wir es nicht erst lange vor uns herschieben, treffen wir uns morgen zu viert zum Essen. Er ist seit 3 Jahren verheiratet. Auf die Frau bin ich gespannt. Das kann ich mir denken. 10 Jahre ist das jetzt her, dass diese Mistkerle ihn da drüben eingesperrt haben. Muss er die ganzen 5 Jahre absitzen? Musste er. Und dann haben sie ihn sofort in den Westen abgeschoben. Hat er noch irgendwas über seinen Bruder erfahren? Nee. Er wollte noch sein Grab aufsuchen, aber die haben ihm nicht mal gesagt, wo es ist. Ach, das wussten die doch selber nicht. Die Leute, die an der Mauer erschossen wurden, haben diese Bestien doch einfach irgendwo verscharrt. Mami! Papi! Ja? Guck mal, was ich hab. Ein Frosch mit Tunin in ein Glas. Ach, du arme Frosch. Den willst du einsperren? Klar, Papi, der zeigt uns doch das Wetter an. Ja, aber wenn es dann schön ist, dann hat er ja nichts mehr davon. Und lass ihn doch wieder frei, ne? Meinst du? Ja. Ja. Ja, Frau Kneidl, hier ist Karin Simon. Ich hätte gern Herrn Buddenberg gesprochen. Ja, ich bin in München, ja. Deshalb konnten wir Sie in Berlin nicht erreichen.
Wir bräuchten eine Kurzbiografie von Ihnen als Autorin. Nur ein paar Zeilen. Gut, Frau Simon, werde ich ihm ausrichten. Dankeschön. Wiederhören. Ja, immer noch bei der Arbeit? Nachtschicht. Und Sie, Herr Seifert, Überstunden heute? Naja, muss auch mal sein. Na, da sind wir ja für heute mit Arbeit eingedeckt. Ihre Frau wird begeistert sein. Sie hat eben angerufen und... Ach du meine Güte, wir wollen ins Kino. Das habe ich ihr versprochen. Ich muss weg. Mit der Jutta Dombrowski warst du damals liiert. Die hieß doch damals noch gar nicht so. Die haben erst geheiratet, da saß ich längst hinter Gitter. Ja, warst du es oder warst du es nicht? Nicht hier. Du wärst es aber gern gewesen, stimmt's? Ich war mit Martin Dombrowski eng befreundet. Wir arbeiteten zusammen im Verlag, er war Jurist. Und ich war fest davon überzeugt, dass er meinen Bruder rausgekriegt hätte. Mit einem falschen Pass über Budapest. Und dann hat uns irgend so ein Dreckschwein verpfiffen. Der wäre doch gar nicht an die Mauer rangekommen. Wir haben ihn hingelassen, um ihn dann auf der Flucht zu erschießen. Oh Gott, jetzt kommt das alles wieder in mir hoch. Wolf, dein Bruder ist tot. Lass das Vergangene auf sich beruhen. Das kann ich nicht. Das will ich nicht. Jetzt begreif das doch endlich mal. Wolf. Morgen. Im Gegensatz zu dir, mein Schätzchen, muss ich pünktlich sein. In Tetzlaffs Büro ist die Kopie nicht. Allerdings, ich kam nicht an den Schreibtisch, dann war abgeschlossen. Und nun? Ja, ich finde die Kopie. Wart's ab. Wenn's eine gibt. Na ja. Also, das ist eine ganz ruhige Gegend hier. Also, wo es mitten in der Stadt ist, man hört also überhaupt nichts. Ganz so. Ja, und das ist unser Wohnzimmer. Aha. Sehr schön. Und was zahlt die, wenn man fallen darf? 1600. Für eine Vierraumwohnung gar nicht so schlecht, oder? Mhm. Also, was darf ich euch anbieten? Da fragst du nach alten Bitteren natürlich. Wie in alten Zeiten. Ach, Martin. Vergiss die alten Zeiten. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Jutta. Und wir beide trinken jetzt ein Gläschen Sekt. Einverstanden? Gute Idee. Hoppala. Ich habe einen Tisch für uns bestellt im Trocadero. Ihr seid natürlich unsere Gäste. Nö, nee, das kommt gar nicht in Frage. Keine Widerrede, sonst gibt's Pommes frites. Ja. Also, auf unser Wiedersehen. Und eine gemeinsame Zukunft. Und auf neue Zeiten. Prost. Prost. Du solltest dir das noch mal überlegen, Rolf. Da gibt's nichts zu überlegen. Der Antrag auf Einsicht in meine Stasi-Akte bei der Gauk-Behörde ist längst gestellt. Die Recherche ist eingeleitet. Ich kann ja verstehen, dass du wissen willst, wer dich ins Gefängnis gebracht hat und wer deinen Bruder auf dem Gewissen hat. Aber was nützt dir das jetzt alles noch? Dieter wird dadurch nicht wieder lebendig. Mein Gott, das weiß ich auch. Ich schreie auch nicht nach Rache. Ich habe nur den ganz bescheidenen Wunsch für ein bisschen praktische Vernunft und Gerechtigkeit. Ja, und wer soll Recht sprechen? Sag du doch auch mal was, Martin. Du bist doch hier der Jurist. Gerechtigkeit?
Wer wird denn tatsächlich zur Rechenschaft gezogen? Die Kleinen, die sich ohnehin im eigenen Dreck finden. Die Spitzenspitzen, die sitzen längst wieder in einflussreichen Positionen. Und wo ist der Unterschied zwischen Groß und Klein? Und wen darf man eigentlich zur Rechenschaft ziehen? Dürfen nur die Juristen oder darf ich auch? Ich erkläre mich hiermit für satisfaktionsfähig. Ich werde meinen Fall in meinem Buch dokumentieren. Und derjenige, der meinen Bruder und mich an die Stasi ausgeliefert hat, wird sich verantworten müssen. Egal ob kleiner oder groß. Das Denunziantentum schaffst du damit nicht ab. Wir haben vorhin auf neue Zeiten angestoßen. Also, Themawechsel. Na, hast du eigentlich je wieder was von Karin gehört? Martin. Nein, nie wieder. Wer war denn Karin? Rolfs damalige Flamme. Die war Übersetzerin und arbeitete im Verlag wie wir. Die hat oft eine ziemliche Lippe riskiert. Flamme, wie sich das anhört. Hat mich eigentlich immer gewundert, dass Sie die nie dran gekriegt haben. Wieso? Die war fachlich sehr gut. Das waren wir auch. Als ob das jemanden interessiert hätte. Karin? Ja, Karin. Die wusste doch alles von Rolf. Er war doch Tag und Nacht mit ihm zusammen. Und als er verhaftet wurde, da rutschte sie auf seinen Sessel. Zufall? Nein. Dass sie ihn verpfiffen hat, das traust du ihr zu? Der ja. Ich erinnere mich noch, was die für ein Fass aufgemacht hat, als Rolf sich von ihr trennte. Du weißt ja, warum. Ja, weil sie ihm zu linientreu geworden war. Und er ein Auge auf dich geworfen hatte. Ach, Quatsch. Überleg mal. Er war noch nicht mal 4 Wochen im Gefängnis. Da hatte sie bereits ein SED-Bonbon am Busen und war Kaderleiterin. Das ist richtig, Martin. Sie war die Einzige außer uns, die wusste, dass Rolfs Bruder in den Westen wollte. Eben. Und nun stell dir vor, nach Einsicht in seine Stasi-Akte sieht Rolf sich mit der Tatsache konfrontiert, dass es seine damalige Geliebte war, die ihn verpfiffen hat. Wenn Rolf das erfährt, bricht er zusammen. Du musst mit ihm reden. Seine Frau hat recht, er lässt besser die Finger davon. Dazu wird es zu spät sein. Zu spät ist nie was. Du musst mit ihm reden. Ja, was soll ich ihm sagen? Soll ich ihm etwa sagen, deine Karin war's? Sie müssen verhindern, dass er seine Akte einsieht. Wer möchte das lieber als ich? Ich war von Anfang an dagegen, ohne die wahren Zusammenhänge zu wissen. Rolf steht das nicht durch. Er hat sie geliebt. Wie konnte diese Frau so etwas tun? Die wusste, ohne ihn war sie gar nichts. Und als er sich gegen ihren Willen von ihr trennte, da hat sie sich gerecht. Und dem Stasi den Tipp mit seinem Bruder gegeben. Hass ist doch stärker als Liebe. Hass fordert Genugtuung und die hat sie sich verschafft. Und Sie sind sicher, dass sie es war? Das liegt doch auf der Hand. Danke. Ich bin eben nicht so ein Duckmäuser. Ich auch nicht. Ich möchte nur verhindern, dass du zur Hexenjagd bläst. Ich? Hexenjagd? Ja, mit ihren Abhörwanzen. Ehepartner systematisch gegeneinander aufgehetzt. Kinder gegen ihre Eltern und Freunde. Vernagelte Kleingeister. Willst du die belehren? Nein, aber ich will, dass die Peiniger ihre Schuld und Schande, wenn schon nicht bedauern, dann wenigstens eingestehen. Und dazu sind sie zu schwach und zu feige. Eben. Aber ohne Eingeständnis. Kein Verzeihen. Die haben mich ganz schön mit Dreck beworfen. Dieser Dreck ließe sich wieder abwaschen. Ja, das müssen aber dann schon die machen, die den Dreck geworfen haben. Und nicht die alten Freunde. Du solltest dich aus dieser unappetitlichen Schlammschlacht besser raushalten. Ich habe nicht angefangen, mit Dreck zu werfen. Und ich habe dafür bezahlt. Mein Bruder mit seinem Leben. Hast du schon Nachricht aus Berlin? Nein. Dann nimm es als Fingerzeig und kipp diese Stasi-Geschichte. Hanna, könntest du ein bisschen mehr Verständnis für mich haben? Ich möchte dich doch nur vor einer unangenehmen Überraschung bewahren. Was soll denn das heißen? Und wenn es deine sozialistische Freundin Karin war, die dich und deinen Bruder hingehängt hat? Karin? Wie kommst du da drauf? Ja, ich meine ja bloß. Hanna, sag das nicht nochmal. Und ich habe geglaubt, ich könnte mit ihr reden. Aber es könnte doch sein. Herrgott nochmal, wer bläst denn hier zur Hexenjagd? Oh.
Warum kommst du denn nicht rein? Ich wollte allein mit dir reden. Hast du ein bisschen Zeit? Ja, na klar, wenn es sein muss, die ganze Nacht. Die mussten, ach, die mussten die Häftlinge im Knast zu Koppeln machen. Oder totprügeln. Die mussten meinen Bruder erschießen. Das mussten die alle. Das waren die Kleinen. Ja, und die genau geht's? Wenn die Kleinen nicht Heil Hitler gebrüllt hätten, dann wäre es zu den Großen gar nicht gekommen. Die haben sich doch zum Verheizen geradezu angeboten. Die ostdeutsche Hälfte ist von der braunen in die rot getünchte Diktatur gestolpert, ohne Übergang. Aber das kannst du doch nicht mehr ändern, Rolf. Aber verzeihen soll ich jetzt. Verzeihen und dann möglichst schnell vergessen. Nee, wir müssen endlich begreifen, dass das nicht so geht. Das musst du vergessen. Gut, wenn ich hören will, muss fühlen. Dann müssen Sie eben spüren, dass dieser Untertanengeist schlimme Folgen hat, und zwar für Sie selbst. Dass jeder für das verantwortlich ist, was er tut. Das muss endlich einmal durchgestanden werden. Sonst geht das ewig so weiter. Sabine, haben Sie meinen Schreibtischschlüssel gesehen? Nein. Sie sind ja ganz schön daneben heute. Abgestürzt gestern? Sie hätten vorhin was Richtiges essen sollen. Als wir vorhin in die Kantine gingen, da steckte er noch. Dann suchen wir mal. Herein. Ah, hallo. Das ist mein Freund Martin Dombrowski. Sabine Schröder, sie hospitiert bei mir. Oh, und da lernen Sie was? Aber ja, im Augenblick lerne ich Schlüssel suchen. Hier, guck mal, alles Literatur über die DDR. 17. Juni. Das ist auch so eine Sache. Von wegen Arbeiteraufstand. Was denn dann? Die haben die Löhne künstlich niedrig gehalten. Im Osten konnten wir sowieso nichts kaufen, im Westen 1:5, das war für die meisten nicht drin. Also begannen die Leute zu murren. Naja, hinter der vorgehaltenen Hand. Und dann kamen die Provokateure vom Stasi, die die Leute zu lautstarken Protesten aufheizen sollten. Anfangs waren gar keine Arbeiter dabei? Aber was? Angestellte und Bonzen. Erst als die Arbeiter von Bergmann Borsig hinzukamen, wurde so eine Art von Arbeiteraufstand raus. Und als die ersten Schüsse fielen, da kamen die sowjetischen Panzer angerollt. Und? Na und, war der Aufstand vorbei? Ja, der Ulbricht hatte seinen Präzedenzfall, das, was er wollte. Er hatte ein Exempel statuiert, hatte gezeigt, was passiert, wenn die Leute das Maul zu weit aufreißen. Ist Ihre Theorie nicht ein bisschen kühn? Kann sein. Aber möglich wäre es doch. Also ich finde, für heute haben Sie aber genug gelernt. Hm? Ja. Ich wollte eigentlich heute Abend mit dir ein Bierchen trinken gehen. Ach, das ist ungünstig. Ein Punktverlag, eine Etage tiefer, gehört auch zu unserem Konzern. Und da hat der Cheflektor Geburtstag und da müsste ich mich eigentlich mal sehen lassen. Ja, kommen Sie doch einfach mit. Ein Bier gibt's da sicher auch. Was ist jetzt mit dem Schlüssel? Ach, der findet sich schon noch. Ach, Ihr Flugticket nach Berlin. Danke. Damit Sie das nicht auch noch verkramen. Herr Buddenberg, unser Konzernchef. Freut mich. Herr Dr. Eck, Cheflektor des Punktverlages und unser heutiges Geburtstagskind. Meine Gratulation. Ich gehe dann jetzt. Nehmen Sie es nicht als Affront, Dr. Eck. Frau Kneidel kann es nicht ertragen, mit anzusehen, wie Sie ein Jahr älter werden. Dass diese großen Lampen an Türen. Die sind's, die das Ganze so ungeheuer sind. Also Briefmarken grüßen. Das interessiert mich. Sie arbeiten noch in Ost-Berlin? Nein, da bin ich. Ich habe jetzt in München als zwei Geschwister. Der Verlag wurde. Jetzt haben wir bei 3,2. Na also, das hätte mich auch gewundert. Das müssen Sie doch einziehen. Die Filmfreaks, Fans, die Bücher kaufen, sind Schüler oder stecken noch im Doktor. Die können in den 29,80 dafür in die Antenne. Ich weiß, aber ich habe keine andere gehabt. Ich muss unbedingt noch mein Leben gelesen werden. Ich will diesmal keine Korrekturen auf den Blaupausen haben. Das sind unnötige Kosten. Hallo, Hanna. Du, ich wollte dir nur sagen, ich hab dich lieb. Ich dich auch. Es tut mir so leid wegen gestern. Wie ist denn eure Party? Ach, wie immer. Ich komme bald nach Hause. Oder holst du mich ab? Jutta wollte mich besuchen. Dann bring sie doch mit. Martin ist auch da. Er ist zufällig vorbeigekommen. Gut, wir kommen. Ich bin in meinem Büro. Also bis später. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Und wie weit sind Sie? Es fehlt eigentlich nur noch der Schluss. Ende nächster Woche will ich fertig sein.
Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Wie lange haben Sie das gebraucht? Insgesamt so 3-4 Jahre. Allerdings mit Unterbrechung. Ich muss ja inzwischen auch mal hier. Zum Flughafen, bitte. Ja, was ist denn, bitte? Nichts. Haben Sie Damen? Guten Abend. Guten Abend. Die Party ist eine Etage tiefer. Mein Name ist Tetzlaff. Wir möchten zu meinem Mann. Immer fleißig, der Herr Tetzlaff. Während die anderen feiern, sitzt er über seinen Büchern. Warnfarbe, denke ich. Nein, nicht alle. Im Mundwinkel ist keine blaue Verfärbung zu erkennen. Den Geruch nachzuurteilen, könnte er das Zeug mit dem Schnaps da getrunken haben. Lippenstift. Ja. Wenn wir den Mageninhalt kennen, könnte ich dir genauer sagen. Werner, eine Bitte. Zuerst die Fingerspuren, ja? Für mich ist vor allem wichtig die Zeitspanne zwischen Einnahme und Wirkung. Wann ist der Tod eingetreten? Vor etwa einer Stunde. Wahrscheinlich ist er um 20.30 Uhr gestürzt. Kann natürlich auch Selbstmord sein. Während er auf seine Frau wartet, mit der er unten auf das Fest gehen will. Übrigens, sie ist draußen. Danke. Halt mich bitte auf dem Laufenden. Wie immer, Leo. Werner, wenn ihr hier fertig seid, versiegelt ihr diese beiden Büroräume. Ja? Entschuldigung. Jetzt sorgt bitte dafür, dass keiner der Gäste das Haus verlässt. Die meisten Leute sind schon weg hier, sagt der Pförtner. Wenn wir den Mörder unter den Gästen suchen müssen. Dann sehen wir ganz schön alt aus. Das war ein ewiges Kommen und Gehen. Der Pförtner kannte die meisten Leute nicht, der arbeitet nur nachts hier. Vielleicht gibt's eine Gästeliste. Die gibt es. Aber es gab auch eine Menge ungeladener Gäste und die kannte nicht mal der Gastgeber. Dann haben wir jede Menge Möglichkeiten. Dann schöpft die mal aus. Fragt die Leute, lass die Liste rumgehen. Herr Budenberg, Entschuldigung, kann ich Sie mal einen Moment sprechen? Aber natürlich, bitte. Du hast dich geirrt, Jutta. Was sollte Karin Simon ausgerechnet hier und heute im Verlag zu tun gehabt haben? Aber ich habe sie gesehen. Komm, wir müssen uns um Hannah kümmern. Entschuldigung. Hier können Sie ungestört Ihre Fragen an die Leute stellen. Danke. Sagen Sie, halten Sie einen Selbstmord für möglich? Selbstmord? Warum? Herr Tetzlaff war einer meiner besten Mitarbeiter. Begabt und sehr fleißig. Ich hatte vor, die Position des Cheflektors mit ihm zu besetzen. Ach, der Posten vakant? Zurzeit bekleidet ihn Herr Seifert, aber ich bin mit der Zusammenarbeit nicht sehr zufrieden. Was ist das, Herr Seifert? Nein. Frau Tetzlaff, bitte. Frau Tetzlaff, bitte. Tut mir leid, aber ich kann Sie noch nicht nach Hause gehen lassen. Ich weiß, die Vorstellung ist schrecklich. Haben Sie denn gar keine Achtung vor einem Toten? Ich habe ja volles Verständnis für Ihre Reaktion.
Aber ohne Obduktion lässt sich die genaue Todesursache nicht feststellen. Mein Mann ist nicht mehr da, nie mehr. Verstehen Sie? Mein Mann ist tot. Genauigkeit. Was spielt da Genauigkeit für eine Rolle? Frau Tetzlaff, könnte es sein, dass Ihr Mann Selbstmord begangen hat? Selbstmord? Das ist ausgeschlossen. Wie denn? Er hat möglicherweise eine giftige Substanz zu sich genommen, sagt der Arzt. Mein Mann hat sich nicht umgebracht. Er hatte keinen Grund dazu. Beruflich saß er fest im Sattel. Unsere Ehe war okay. Es lag ein Papier vor. Danke. Ihr Mann wollte morgen früh nach Berlin fliegen. Was wollte er dort? Ach, Sie wussten gar nichts davon. Nicht, dass er morgen fliegen wollte. Der Stasi hatte vor 10 Jahren meinen Mann für 5 Jahre ins Gefängnis gebracht. Jetzt wollte er nach Berlin, um die Akte einzusehen. Ja, aber das Ticket ist... zerrissen, ja. Ich fand es falsch, dass er nach Berlin geht, die ganze Vergangenheit wieder aufzurühren. Darum hat er es wohl zerrissen. Herr Seifert? Ja? Die Polizei ist im Haus, falls Sie das nicht mehr mitbekommen haben. Doch, doch. Man wird auch an Sie Fragen stellen. Vielleicht. Fällt Ihnen jemand ein, der außer diesen Leuten heute Abend hier war? Mir doch egal. Ein paar mehr oder weniger. Moment mal. Besser ein paar mehr. Was? Herr Butterberg? Also mit Ihnen ist wirklich nichts anzufangen, am besten? Am besten? Sie gehen. Darf ich ja nicht. Mensch, mir ist vielleicht schlecht. Für den Magen. Wir können jetzt gehen. Wiedersehen. Danke, Wiedersehen. Hast du dem Kommissar was von der Simon gesagt? Nein, nichts. Keiner der Gäste kann genau sagen, wer wann wo war während der Party. Natürlich günstig für jeden, der unbemerkt an Tetzlaff rankommen wollte. Auch wenn er nicht zum Verlag würde. Ich bin sicher, es war Karin Simon, die da aus dem Verlag kam. Warum hast du sie nicht angesprochen, wenn du so sicher warst? Ach, ich war so verblüfft. Nein, ich habe einen Schreck gekriegt. Warum? Dass sie hinter Rolf her ist. 5 Jahre seines Lebens hat er hinter Gittern gesessen. 5 Sommer und 5 Winter. Ihretwegen. Klar, die kamen jetzt, um sich zu rechtfertigen. Und Simon und Beichten. Aber was denn sonst? Sie redete ihm ein... Sie musste ihn verpfeifen, wurde bedroht und gezwungen. Und er hat sich so darüber aufgeregt, dass er tot umgefallen ist. Jutta! Sie hat ihn auf dem Gewissen. Du siehst Gespenster, nichts als Vermutung. Ich könnte schwören, dass sie es war. Das behältst du für dich. Du kannst hier nicht jeden x-beliebigen anschwärzen. Jutta, bitte. Vor allen Dingen kein Wort zu Hannah. Du machst die Ärmste doch völlig verrückt. Sie wollte sowieso nichts damit zu tun haben. Wir hätten uns da nicht einmischen dürfen. Du hast recht. Nie wieder. Wir müssen uns jetzt vor allen Dingen um Hannah kümmern. Das sind wir Rolf schuldig. Das ist Hannah. Hannah sagt, die Polizei glaubt, Rolf hat sich umgebracht.
Selbstmord? Wie denn? Mit Gift? Unsinn. Warum denn? Was fragst du noch? Es ist so, wie ich sage. Karin war bei ihm und hat ihm das alles gesagt. Und das hat er einfach nicht verkraftet. Das rechtsmedizinische Gutachten besagt, Tetzlaff starb an einer tödlich wirkenden Dosis Pflanzenschutzmittel, eingenommen mit Magenbitter. Ausgehend von der Giftmenge bezogen aufs Körpergewicht muss der Tod innerhalb weniger Minuten eingetreten sein. Also Tatzeit zwischen 8:15 und 8:30, Tatort das Büro. Richtig. Richtig. Wir haben alles untersucht. Weder in der Flasche noch in dem Glas, die geringste Spur von Gift. Nur im Magen des Toten. Es ist kaum anzunehmen, dass es aus der hohlen Hand getrunken hat. Also doch Mord. Die Spuren hat der Täter beseitigt. Tetzlaff muss ihn gekannt haben. Die haben zusammen ein Glas getrunken, danach war Tetzlaff tot. Der Täter steckte Tetzlaffs Glas ein, machte das Licht aus und verschwand. Aus dem Glas mit dem Lippenstift wurde auch Kräuterschnaps getrunken, aber ja, Gift war da ja nicht drin. Und warum hat der Täter Tetzlaffs Glas nicht stehen gelassen, wenn er einen Selbstmord vortäuschen wollte? Mhm. Wann kam Frau Tetzlaff? 20:40, sagte der Pförtner. Gerd, fahr bitte zu Frau Tetzlaff und informier sie. Henry, du bestellst bitte Herrn Seifert hierher. Der war gestern nicht mehr vernehmungsfähig. Ja, ich sehe mich inzwischen in Polakon. Es ist Sonnabend, da ist keiner. Umso besser. Pförtner wird ja da sein. Wer sollte denn meinen Mann ermordet haben? Er war mit niemandem verfeindet. Manchmal hat man Feinde, ohne es zu wissen. Sie meinen beruflich? Ihr Mann sollte Cheflektor des Konzerns werden. Aufstieg erzeugt oft Neid und Missgunst. Wie war denn sein Verhältnis zu Peter Seifert? Nicht allzu gut. Mein Mann hatte vor ein paar Tagen versehentlich ein Schreiben geöffnet, das an Seifert persönlich gerichtet war. Hat er es gelesen? Ja. Es ärgerte ihn, dass er es gelesen hatte. Was stand denn drin? Dass der Bruder von Herrn Buddenberg, der in Berlin ein Bauunternehmen hat, in kriminelle Geschäfte verwickelt ist und der Ausländer als Schwarzarbeiter beschäftigt, von denen kürzlich einer spurlos verschwunden ist. Einen Moment bitte, setzen Sie sich. Das ist sicher Frau Dombrowski. Kommissar Hermann ist hier. Jutta, etwas Schreckliches. Er sagt, Rolf sei umgebracht worden. Wenn das so ist, habe ich eine Aussage zu machen. Was denn für eine Aussage? Erinnerst du dich an die Frau, die dir gestern Abend aus dem Verlag entgegenkam? Das war Karin Simon. Die soll Rolf ermordet haben? Warum denn? Warum? Um nicht als inoffizielle Mitarbeiterin der Stasi enttarnt zu werden. Die hat doch Angst, dass man sie zur Verantwortung zieht. Aber deshalb bringt man doch niemanden um. Hast du eine Ahnung? Die wollen doch alle hier Karriere machen und sowas stört. Du sagst nichts davon, Jutta. Ich verbiete es dir. Das kannst du nicht. Herr Kommissar, ich habe eine Aussage zu machen. Ja, Kress. Herr Kommissar, die Hospitantin von Herrn Tetzlaff ist bei mir am Empfang. Sie möchte was aus Ihrem Büro holen. Gut, schicken Sie sie rauf. Danke. Wenn Frau Dombrowski meint, dass sie Frau Simon erkannt hat, dann ist es ihre Pflicht, das auszusagen. Das ist sicher nicht im Sinne meines Mannes. Spielt doch überhaupt keine Rolle. Hier geht es um Mord. Ich werde eine Vollmacht vorbereiten, damit der Anwalt die Stasi-Akte ihres Mannes einsehen kann. Bitte kommen Sie morgen ins Präsidium zum Unterschreiben. Ja, wenn das so ist, dann muss ich wohl. Ja, auf Wiedersehen, Frau Dombrowski. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank. Verstehe dich nicht. Wenn mein Mann ermordet worden wäre, ich würde alles, aber auch alles dafür tun, damit der Mörder gefunden wird. Nein, ich kannte nicht alle Leute, die auf der Party waren. Aber als ich ging... Wann war das?
So um 8. Da war Herr Tetzlaff in seinem Büro. Er hatte Besuch. Wen? Ich weiß nicht. Das war so. Ich wollte nach Hause gehen und ging in mein Büro, um meinen Mantel zu holen. Dann trinken wir. Prost, Rolf. Ach, zu dumm, dass ich so wenig Zeit habe. Kannten Sie die Stimme? Und ich bin morgen in Berlin. Zum Verlag gehörte die Frau jedenfalls nicht. Ich hörte dann auch nicht weiter zu, machte noch ein bisschen Ordnung und ging noch mal runter auf die Party. Und ist Herr Tetzlaff dann mit dieser Dame auf der Party erschienen? Nein. Ich bin dann gegangen. Da ist ja sein Schreibtischschlüssel. Nicht anfassen. Lag der gestern Abend nicht da? Nein, ganz bestimmt nicht. Den haben wir nachmittags wie verrückt gesucht. Hätte ich den da liegen sehen, dann hätte ich trotz Damenbesuch bei ihm geklopft. Entschuldige, dass ich dich hierher gebeten habe, aber in der Redaktion da... Nein, wäre ich auch nicht gekommen. Man muss uns ja nicht zusammen sehen, nicht? So ist es. Ich hab's gelesen. Ist eine heiße Sache. Und? Kaufst du sie? Ach, klar. Aber wir haben sofort die Buddenbergschen Anwälte im Haus, wenn die Quelle nicht absolut astrein ist. Die Frau und der Bruder des verschwundenen Gastarbeiters haben ihrem Herzen Luft gemacht. Ich habe alles auf Tonband und genau durchrecherchiert. Warum willst du unter Pseudonym veröffentlichen? Könntest doch ganz groß damit einsteigen. Das ist im Augenblick nicht der richtige Zeitpunkt. Ich würde mir was anderes damit verbauen. Verstehe. Aber rauskommen muss die Geschichte jetzt. Sonst ist sie verschossen. Die Frauen wollten Tetzlaff davor bewahren, dass er aus der Akte die Wahrheit über seine ehemalige Geliebte erfährt. Ausgerechnet in dem Moment taucht die Geliebte auf. Weiß nicht, Gerd. Es klingt mir ein bisschen nach Hysterie. Vielleicht hat er längst wieder Kontakt zu seiner früheren Freundin. Und ihr vertrauensvoll erzählt, was er vorhat? Vorhatte. Das Ticket hat er ja zerrissen. Das glaube ich nicht. Ich habe ja die Korrespondenz mit der Gaukbehörde in seinem Schreibtisch gefunden. Der wollte tatsächlich vorgestern nach Berlin. Es geht eindeutig daraus hervor. Vorgestern war Feiertag. Aber nicht in Berlin. Der Termin war von ihm ganz bewusst gewählt. Er ruft seine Frau an, sie soll ihn abholen. Und bei einem Gläschen Wein hätte er ihr das zerrissene Ticket präsentiert, als Beweis, dass er ihren guten Rat befolgt hat. Der Berlinflug wurde von Tetzlaff mittags gebucht, aber nicht gecancelt. Ja, warum auch? Was sagt denn die Swisse? In der Mordnacht flog um 21.35 Uhr eine Frau Karin Simon nach Zürich. Morgen Mittag landet Frau Simon wieder in München und fliegt um 19.10 Uhr weiter über Frankfurt nach Santiago de Chile. Donnerwetter, plötzlich wollen alle nach Chile. Gerd, schick bitte die Unterlagen so schnell wie möglich an den Anwalt Dr. Breuer nach Berlin. Hier ist die Adresse, der weiß Bescheid. Fehlt bloß noch die Vollmacht von Frau Tetzlaff. Hast du inzwischen den Peter Seifert erreicht? Habe ich noch nicht. Dann setz dich bitte vor seine Haustür und wenn er auftaucht, bring ihn her. Mach ich. Moment, der Erkennungsdienst soll gleich seine Fingerabdrücke abnehmen. Ja. Ich verstehe das Ganze trotzdem nicht, Paul. Herr Buddenberg, Herr Kommissar Kress möchte Sie am Telefon sprechen. Moment, Paul. Frau Kneidl, ich bin für niemanden zu sprechen. Sagen Sie ihm irgendwas und schicken Sie mir sofort Herrn Seifert da rein. Herr Seifert hat heute Urlaub. Dann rufen Sie da an, wo er Urlaub macht. Er möchte hier sofort auftauchen. Ja, Herr Buddenberg. Paul. Paul. Tut mir leid, Herr Kommissar. Herr Buddenberg ist nicht im Haus. Kann ich ihm etwas ausrichten? Nein, auf die Party war sie nicht eingeladen. Frau Simon hatte um 19.30 Uhr eine Besprechung mit Herrn Buddenberg. Ja, in seinem Büro, während der Party. Was plaudern Sie denn da? Was ist mit Seifert? Ach, Buddenberg. Ach, Sie, Herr Kress. Frau Simon ist eine Autorin von uns. Sie stand nicht auf der Gästeliste, weil sie nicht zu den Gästen zählte, Herr Kommissar. Eine halbe Stunde. Punkt 8 Uhr war unser Gespräch beendet. Herr Seifert, das entzieht sich meiner Kenntnis. Und jetzt entschuldigen Sie bitte. Ich habe dringende Termine. Auf Wiederhören. Die Polizei hat mir gerade noch gefehlt. Verbinden Sie mich nochmal mit meinem Bruder und buchen Sie meinen Flug nach Berlin für heute. Letzte Maschine. Ja, Herr Buddenberg. Nein, Hanna. Ich habe Martin noch nichts von unserem Gespräch mit dem Kommissar gesagt. Ach, er ist so deprimiert. Ich hab's nicht übers Herz gebracht.
Du, er kommt. Wir hören besser auf. Tschüss. Champagner? Mitten in der Woche? Es gibt tatsächlich noch Anlässe für sowas. Von der Anwaltskammer. Ich darf eine eigene Kanzlei aufmachen. Das ist ja fantastisch. Martin! Ach, endlich. Darauf stoßen wir an. Ich hole schnell Gläser. Gleich morgen räume ich hier unten alles aus. Wir brauchen einen neuen Aktenschrank, Schreibtisch, Sessel. Elegant soll es sein. Möglichst antik. Au. So. Auf die Zukunft. Auf deinen Erfolg, mein Schatz. Und auf Tante Else. Auf Tante Else? Na klar. Hätte sie mir nicht das Haus vererbt, hätten wir keine Sicherheiten und könnten jetzt kein Geld aufnehmen. Und das brauchen wir jetzt. Dein Geld. Ach, mein Geld, dein Geld. Es ist unser Geld. Gleich morgen gehen wir gemeinsam zur Bank, ja? Das kommt gar nicht in Frage. Ich werde ein Existenzgründungsdarlehen aufnehmen. Sondermittel vom Staat. Zu Sonderkonditionen. 8% Zinsen, Laufzeit ca. 20 Jahre. Aber ohne Vertrauensbasis zu einer Bank hast du keine Chance, die zu kriegen. Du hast dich schon erkundigt. Hab ich. Ja. Deshalb Prost, Tante Else. Ich hätte es immerhin versucht bei der Bank. Du, könnte Hanna nicht als Sekretärin bei dir arbeiten? Sie wäre sicher froh über jede Ablenkung. Meine Sekretärin suche ich mir schon selber aus. Es wäre gut für Hanna, jetzt mehr denn je. Ich muss dir was sagen, Martin. Rolf ist umgebracht worden. Und das sagst du mir jetzt? Ich habe dem Kommissar alles erzählt und ihm gesagt, dass ich Karin Simon gesehen habe. Die Mordkommission nimmt jetzt Einsicht in Rolfs Akte. Hanna hat eine Vollmacht unterschrieben. Aber wir waren uns doch einig, dass wir uns nicht mehr einmischen werden. Jutta! Rolfs Mörder muss zur Verantwortung gezogen werden. Verantwortung! Verantwortung! Damit machst du doch niemanden glücklich. Erzählen Sie mir doch nichts. Es wurde beobachtet, dass Sie die Party mehrmals für längere Zeit verlassen haben. Habe ich. Aber nur, weil ich in meinem Büro mal was Anständiges trinken wollte und nicht immer nur diesen Fusel. Ist Magenbitter was Anständiges? Oh, nein. Wir haben Ihre Fingerspuren auf dieser Flasche gefunden. Im Büro des Toten. Wie kommen die da hin? Ich hatte die Flasche wohl irgendwann mal in der Hand, nicht? Weil Sie mit Tetzlaff zusammen einen gehoben haben? So gut standen Sie doch nicht mit ihm. Nein. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Sie haben befürchtet, Tetzlaff würde Ihre Veröffentlichung torpedieren und Herrn Buddenberg informieren. Sie hätten in dieser Branche kein Bein mehr auf den Boden gekriegt. Ihre Existenz stand auf dem Spiel. Das war Ihr Motiv. Geben Sie es doch zu. Tetzlaff hatte gegen mich doch gar nichts in der Hand. Wieso denn? Der brauchte sich nur eine Kopie zu machen. Hat er aber nicht. Weil Sie in seinem Schreibtisch keine gefunden haben, als er Sie beim Suchen überraschte? Er konnte mich nicht überraschen, weil ich gar nicht in seinem Büro gewesen bin. Wo waren Sie zwischen 20.10 und 20.30 Uhr? 20.10 Uhr, 20.30 Uhr, das ist vielleicht eine Frage. Also, mal hier, mal dort, wie das so auf einer Party ist. Sie waren zwischen 20.10 Uhr und 20.30 Uhr im Büro von Sabine Schröder. Hier. Die Fingerspuren auf dem Schlüssel zum Schreibtisch von Herrn Tetzlaff sind Ihre, Herr Seifert. Frau Simon? Ja. Guten Tag, Johnson Kriminalpolizei. Wir haben einige Fragen an Sie und möchten Sie bitten, uns aufs Präsidium zu begleiten. Geht leider nicht. Ich bin auf der Durchreise. Ich fliege noch weiter nach Frankfurt. Aber doch erst um 19.10 Uhr. Wenn Sie bitte mitkommen würden, Frau Simone. Und das hier wird dein Zimmer. Die Klienten kommen erstmal zu dir, melden sich an und wenn es genehm ist, bittest du sie zum Chef. Das ist lieb von euch. Ich danke dir. Moment. Dombrowski? Tut mir leid, Herr Kress, mein Mann ist heute den ganzen Tag unterwegs in München. Er wollte mich aber anrufen, ich sag ihm dann Bescheid. Ja, gut. Auf Wiederhören.
Jetzt will der Kommissar mit Martin sprechen. Ich finde das unglaublich, was Sie hier mit mir anstellen. Ich werde keinerlei Aussagen machen, bevor ich nicht mit meinem Anwalt gesprochen habe. Das können Sie machen, sobald wir hier fertig sind, Frau Simon. Ja. Erkennungsdienst Johnson, ja? Ja, Leo, wir sind gleich soweit. Frau Simon möchte bloß noch ihren Anwalt sprechen. Ja, soll sie. Wenn sie mit ihm gesprochen hat, komm rüber mit ihr. Sehr interessant, danke. Danke, Ende. Peter Seifert hat sich krank gemeldet im Verlag. Das wird doch wohl nichts Ernstes sein. Keine Sorge, Leo. Unsere Kollegen sitzen ja vor seiner Haustür und passen gut auf ihn auf. Naja, die Fingerabdrücke auf dem Glas sind mit den Fingerabdrücken der Frau Simon identisch. Und die Farbe des Lippenstifts stimmt visuell betrachtet auch. Wird sie Anwalt aber schwer haben. Ich sag Leo Bescheid. Eine Party? Davon weiß ich nichts. Entschuldigung. Ja, Chris. Danke, Werner. So. Sie sind lediglich wegen einer geschäftlichen Besprechung mit Herrn Buddenberg in den Verlag gekommen. Ja, nur deshalb. Herr Tetzlaff hat mehrere Standardwerke über die DDR herausgegeben. Sie selbst beschäftigen sich ebenfalls ausschließlich mit DDR-Themen. Und ausgerechnet Sie wussten nichts davon. Nein. Ausgerechnet ich nicht. Und schon gar nicht, dass er in diesem Verlag arbeitet. Gut. Sie waren also um 19.30 Uhr mit Herrn Buddenberg in seinem Büro verabredet. Ja, dann also auf eine gute Zusammenarbeit, Frau Simon. Ja, Herr Buddenberg. Entschuldigen Sie bitte. Ja, hallo? Aber nein, jetzt noch nicht. Ja, morgen. Ich dachte, ich werde verrückt. Rolf Tetzler. Ja, ist gut. 10 Jahre hatte ich ihn nicht gesehen. Und Sie haben sich bei Herrn Buddenberg nicht weiter erkundigt, was Herr Tetzlaff dort macht? Aber das war mir doch ganz egal, Herr Kommissar. Ich hatte nur einen Gedanken, wir sind in ein und demselben Gebäude. Müsste ich also zu ihm rübergehen können? Ich habe mich Hals über Kopf von Herrn Buddenberg verabschiedet, bog zweimal um die Ecke und, ja, da war schon sein Büro. Er sah genauso aus wie früher. Etwas blass, wie immer überarbeitet. Hat er Ihnen gesagt, dass seine Frau gleich kommen würde, um ihn abzuholen? Nein, Herr Kommissar. Das war ihm wohl in diesem Moment auch nicht so wichtig. Wie geht's dir? Gut. Kann ich dir irgendwas anbieten? Danke. Sag bloß, du trinkst immer noch dieses scheußliche Zeug. Ich hab leider nichts anderes da, tut mir leid. Also gut, egal, wovon mir schlecht wird. Trinken wir auf unser Wiedersehen. Prost, Rolf. Prost. Ach, es ist zu dumm, dass ich so wenig Zeit habe. Ich muss heute unbedingt noch nach Zürich. Und ich fliege morgen nach Berlin. Ach ja, Heimweh nach der alten Hauptstadt. Das nicht gerade. Ich will bei der Gauk-Behörde Einsicht in meine Akte nehmen. Wolf, das würde ich lieber sein lassen. Na, hör mal. Ich will wissen, wer mich damals verpfiffen hat. Du wirst eine herbe Enttäuschung erleben. Enttäuschung? Wieso? Wolf, bitte, tu dir das nicht an. Ich mir? Du dir. Du wirst die Wahrheit vielleicht nicht verkraften. Ich? Bist du verrückt? Aber du weißt, wer es war. Sag mir, wer es war. Nein. Sag mir, wer es war. Ich erfahr's doch sowieso. Martin. Martin Dombrowski. Martin? Mein bester Freund und mich verpfeifen. Das ist doch lächerlich. Kannst du mir vielleicht sagen, warum? Ja, wegen Jutta. Ach komm, lass Jutta aus dem Spiel. Nein. Martin verliebte sich damals in Jutta. Jutta aber leider nicht in ihn, sondern in dich. Und da gab er dem Stadtsicherheitsdienst den Tipp mit deinem Bruder. Das ist doch weiter nichts als ein Rachefeldzug von dir gegen Martin. Du hast ihn doch immer gehasst, weil du eifersüchtig warst auf unsere Freundschaft. Dann fahr nach Berlin.
seiner Akte. So war das, Herr Kommissar. Warum sollte ich ihn denn umbringen? Ich rannte einfach weg. Bloß weg. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Diese verdammte Ahnungslosigkeit. Frau Simon, woher wissen Sie denn so genau, dass Martin Dombrowski den Staatssicherheitsdienst informierte? Durch die Indiskretion eines ehemaligen Genossen. Ach, Sie waren in der Partei? Na ja. Es war bekannt, dass ich mit Rolf Tetzlaff zusammengelebt und alles gewusst haben musste. Dieser Genosse warnte mich, also trat ich in die Partei ein und spielte mit. Sonst wäre ich auch in Bautzen gelandet. Und dieser Mann sagte Ihnen, dass es Dombrowski war? Ja. Sie glauben mir nicht. Das verstehe ich. Ich habe es damals auch nicht geglaubt. Tja. Da hilft nur eins. Fahren Sie nach Berlin, sehen Sie die Akte ein. Tja, Chris. Hab schon verstanden. Ja. Wo? Danke. Ja, ich glaube, die Akte werden wir jetzt nicht mehr brauchen. Name des Verunglückten und Fahrer des Wagens mit Potsdamer Kennzeichen, Martin Dombrowski. Hier ist Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100. Der Mann ist mit mindestens 180 Sachen frontal auf den Betonpfeiler zugerast. Er muss sofort tot gewesen sein. Sieht nach Selbstmord aus. Danke. Tja. Dombrowski hat das Problem für sich gelöst, aber durchgestanden haben wir das noch lange nicht.